20 Jahre hat er sich ganz wohl gefühlt in der zweiten Reihe beim KSC. Edmund Becker, der stand nie so richtig gern in der Öffentlichkeit. Aber jetzt muss er. Jetzt ist er nämlich der verantwortliche Trainer in Karlsruhe. Heute sein erster Einsatz zu Gast bei Wacker Burghausen. Und das könnte ein Vorteil für Becker und Co. sein, denn die Burghauser, die haben da ein arges Problem zu Hause. Aus 8 Heimspielen haben sie erst 11 Punkte geholt. Ja, und torverwöhnt sind die Burghauser Fans erst recht nicht. Thomas Herrmann, bitte. Oberbayern, liebe Burghauser, auch ein Heimtor ist 2,44 Meter auf 7,32 Meter groß, also 17,86 Quadratmeter geräumig. Warum habt ihr da 304 Minuten nicht mehr reingetroffen? Wie sind denn da eigentlich die Fans drauf? Mir scheint, dass wir Masochisten sind. Wir sind mal guten Dinges und ich hoffe, durch die 3 Neuankäufe, je nachdem, wer da dann aufgestellt ist, dass wir das Problem dann lösen können. Kein Heimtor. Bei uns in Burghausen. Ja, jetzt schießen wir den 4-4er. Macht ja nichts, oder? nö, eigentlich überhaupt nichts. Ein 4-4 könnte uns sehr gut gefallen. Also, Burghausen in Schwarz-Weiß mit Freistoß Tom Geisler. 15 Minuten, absolut nichts passiert. Markus Miller lässt sich da nicht überraschen im langen Eck. Er im Tor, nicht Martin Fischer wie zuletzt in der Vorrunde. Die Partie noch ohne Höhepunkte, leichtes Schneetreiben der KSC, die Gäste spielerisch aktiver bislang mit mehr Zug zum Tor, wenn man vom Zug überhaupt reden kann. Schwarz auf Ivan Sajenko, der Russe gegen Martin Forkel. Sajenko torkelt und fällt, klares Foul vom Kapitän. Ivan Sajenko in dieser Saison noch ohne Torerfolg, der sucht sein erstes Erfolgserlebnis. 17 Minuten gespielt. Florian Dick und Uwe Gospodarek auf Tauchstation. War eine ganz schwierige Kiste. Das zeigt die nächste Einstellung. Gospodarek sah lange so gut wie nix. Undankbare Geschichte. In den vergangenen 2 Partien hat er 6 Treffer kassiert. Draußen Schupp und Becker als kongruentes Duett. Bei den Oberbayern neu im Team, linksdefensiv Robert Paul von Bremen ausgeliehen, der neue Karlsruher Bradley Carnell noch verletzt zu Hause, der KSC mit Jan Männer und Nico Herzig in höchster Not zur Ecke, die dann ergebnislos blieb. Edmund Becker, der Köstner und Franz Nachfolger. Burghausen offensiv noch ohne Durchschlagskraft, die letzten 5 Heimspiele 4-mal ohne Torerfolg. Da kommt Ronald Schmidt. Und der kugelt rein. Fehler von Markus Miller, eigentlich ein guter. So endet die Heimtorflaute nach 329 Minuten dank Ronald Schmidt. Markus Schupp fällt da wohl auch ein Heimtorstein vom Herzen. Und die Fans kommen raus aus ihrer Masochistenrolle. Eggimann schlampig hier auf Ronaldo Schmidt. Und Miller muss diese Kugel haben. Das 6. Saisontor von Schmidt, 5 davon aus der Distanz, das schon seine Spezialität. Andere Seite, Uwe Gospodarek, auch er leicht überwältigt vom Ende der Heimtorseuche. Burghausen wie in der Vorrunde wieder im 4-4-2-System. Die Testspiele waren toll, Sieg gegen Stuttgart zum Beispiel, und es wurde jetzt besser. Schmidt. Und raus auf Robert Paul, der neue Paul. Nix war's mit dem 1A-Einstand. Markus Miller, der Unglücksrabe, so ein Klops ist ihm noch nicht passiert. Schmidt auf Reisinger und das Schiri-Gespann zeigt Abseits zum leichten Entsetzen von Reisinger und er war zu Recht sehr ungläubig. Klarer Beweis, kein Abseits beim Abspiel von Schmidt, kann, sollte aber nicht passieren. Ja, schwierige Geschichte, eine hundertprozentige Torchance. Schade, Herr Rosenkranz. Jetzt die Hausherren auf jeden Fall aktiver, aufgewacht, selbstbewusster, nicht mehr so ängstlich, schneller auch in ihrem Spiel. Wiesinger und Markus Miller nach 40 Minuten. Michael Wiesinger auf rechts, seit langem Leistungsträger.
Andere Seite, Freistoß KSC, wieder so eine gefährliche Distanz und Gospodarik, der seine Mauer da fein justiert hat. Masmanidis. Ede Becker draußen recht zufrieden. Gospodarik stellt seine Jungs auf den langen Pfosten und dann sein blitzsauberer Flug. Kurz vor der Pause. Markus Schupp, zum Ende der Vorrunde gab es etliche Probleme, wie auch beim KSC. Kreativ, spontan, couragiert, ja, so könnte der KSC rauskommen aus den Abstiegsrängen. Erstmal Pause. Zurück in Burghausen, wo aus heiterem Himmel das 1:0 durch Ronaldo Schmidt fiel, weil Markus Miller patzte in der 25. Minute. Natürlich auch in den zweiten 45 Minuten im Kasten Markus Miller. Der KSC in den gelben Trikots unter Zugzwang. Eine Niederlage hier wäre eine kleine Katastrophe, denn demnächst geht's gegen Frankfurt, Aachen und Köln. Oje, oje. Burghausen wie am Ende der ersten Halbzeit wieder stärker, auch jetzt. Forkel auf Gretschi und Reisinger gegen Eggimann, aber die Pfeife von Lutz Michael Fröhlich blieb stumm. Es war eine haarige Angelegenheit. Wir schauen in Ruhe hin. Der Ellbogen von Eggimann etwas in Bewegung. Auch ein leichter Zupfer ist dann noch zu sehen. Aber insgesamt Tendenz kein Elfer. Durchaus in Ordnung die Entscheidung von Fröhlich. Der Neue auf links, Robert Paul, sehr aktiv und schwungvoll. Wacker, aggressiv und aktiv jetzt. Da haben wir ihn, Paul, Marek Gretschi und das Außennetz nach gut 50 Minuten. Gretschi braucht Tore, eins hat er erst geschossen, zu mager für einen Vollblutstürmer. Burghausen nur mit einem Sieg aus den letzten 7 Partien, deshalb jetzt in Tabellennot und deshalb jetzt mit Power zum Tor. Mit Reisinger, ihr bester Torschütze mit 5 Treffern bislang. Und weiter fast Powerplay der Oberbayern, nachdem der KSC lange in der ersten Halbzeit dominierte. Da kommt Ronaldo Schmidt, seine Distanz, so ab 20, 25 Metern geht sein Herz auf. Markus Schupp muss gegen die Heimschwäche ankämpfen. Nur 3 Heimsiege, eine bittere Bilanz. Aber jetzt war Zug drin bei seinen Jungs. Sie hatten den KSC jetzt gut im Griff. Michael Wiesinger, immer noch Wiesinger mit links. Und Markus Miller, wie gesagt, eigentlich ein guter. Burghausen mit dem Wind im Rücken hier in der zweiten Halbzeit, der ganz sauber bläst. Und jetzt oben auf die Heimherren. Dann kam noch ein neuer, Thomas Drescher aus Kaiserslautern für Geisler. Rechts drüben mal wieder Miller im Blickpunkt. Hochs und lustige Tiefs im Wechsel. Sein Gegenüber noch ohne Fehl und Tadel. Und jetzt ging es dann gleich ruckzuck. Reisinger. Wiesinger. Schmidt. Und da kommt Drescher. Mann, das wäre es gewesen mit dem zweiten Ballkontakt. Vorbeigedroschen. 69 Minuten gespielt. Vom KSC immer noch nicht viel zu sehen. Schmidt gegen Hasser. Und dann Robert Paul gegen Hasser. Und Paul, der Neue aus Bremen, hatte schon gelb. Und er wusste, jetzt geht's um drinnen oder draußen. Verzweifelt sein Versuch, Schiri Fröhlich vom kleinen, klitzekleinen Foul zu überzeugen. Es war doch nichts Tolles, aber sie kam. Die zweite gelbe und damit das gelb-rote aus. Und zwar zu Recht. Die Zeitlupe zeigt klar und deutlich, Fröhlich blieb keine andere Wahl. Hier, ein Spiel Sperre. Markus Schupp und seine Überlegungen, jetzt noch 20 Minuten zu spielen. Der anschließende Freistoß, Florian
Dick. Und Eggimann, das 1:1, 70. Minute. Die Strafe für Paul und Burghausen folgte auf dem Fuß. Der KSC wieder in der Partie. Draußen Ede Becker mit dem Glück des tüchtigen und beliebten Trainers. Blick auf Eggimann. Nico Herzig bei Eggimann, der aber resolut und sicher zum Ausgleich. Sein erstes Saisontor, ein goldenes. Die letzten drei Auswärtsspiele hatte der KSC alle verloren. Aber nochmals Burghausen, Wiesinger. Fehler, Herzig. Dann die 9, Edmund Kaplani in den Lauf von Ivan Sajenko. Der Russe an den Innenpfosten nach 80 Minuten. Dieser Sajenko ist doch ein Pechvogel. Da hat er noch kein Tor geschossen in dieser Saison. Hätte hier wohl alles klar machen können. Es fehlten Millimeter. Einfach nur Pech gegen 4 Weiße. So, nochmals die Hausherren mit ihrem Ronaldo. Schmidt. Schmidt. Nix war's mehr. Es blieb beim 1:1. In dann dichtem Schneetreiben. Gut, dass jetzt erstmals vorbei war. Klaus Müller, bitte. Am Ende haben wir nicht viel zugelassen, aber ja, mit einmal weniger muss am Ende trotzdem froh sein. Die Zahl 329 sagt Ihnen aber trotzdem was. Nö. Solange wart ihr ohne Heimtor vor deinem Treffer? Ja gut, es ist am Ende egal, wir brauchen die Punkte. Die Niederlagenserie gestoppt. Welchen Anteil hat der Trainer dran? Na gut, der Trainer hat sehr viel Ruhe reingebracht. Wie gesagt, es war sehr viel los in Karlsruhe und ihn hat das überhaupt nicht beeindruckt, die ganze Sache. Und das hat er uns auch so vermittelt. Ruhe ist gut, aber einschlafen dürfen wir natürlich nicht. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich da kein Lautsprecher bin und schon etwas mehr die ruhigere Art bevorzuge. Aber Leidenschaft und Temperament und Aggressivität muss die Mannschaft mitbringen. Das werde ich nach wie vor einfordern von der Truppe.